Moin Moin! Na, überrascht? Ein neues Let's Play! Wie du gesehen hast, Tiny Tina's Wonderland! Ich bin gespannt, was das für ein Spiel ist. Habe ich noch nie vorher irgendwie was gesehen. Ich habe gedacht, so, ach komm, das wird bestimmt gut sein. Kann man sogar mit mehreren Leuten offensichtlich spielen. Wir spielen das natürlich ganz allein. Na hallo, wer bist denn du? Guck mal. Ja. Und jetzt geht er weg. Ey, hast du seine Arschbacken gesehen? Ja. Wonderlands. Huch, was ist jetzt denn? Merkwürdig. Wenn ich raustappe, kommt anscheinend sowas. Also, Wonderlands, wage dich in ein Abenteuer voller schrulliger Gestalten, Wunder und Waffen. Die unberechenbare Tiny Tina erweckt eine chaotische Fantasiewelt zum Leben, in der Kugelgeschosse auf Magie und Schwerter treffen. Erstelle deinen eigenen Multiklassenhelden und mach Beute, ballere, metzle und zaubere dir einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und beutereichen Verliesen, um den tyrannischen Dragon Lord aufzuhalten. Jeder ist willkommen. Also zieh deine Abenteuerstiefel an, komm zur Party und sei Chaotic Queen. Das ist ein Shooter. Da. Pech für ihn. Da war er wohl nicht schnell genug. Weil, guck mal, hier ist so ein dicker, fetter Würfel mit so Zahlen. Ich habe, obwohl, ich weiß nicht, jetzt ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe hier bei den Einstellungen auf Ultra gestellt. Man kann auch Badass machen, aber irgendwie sehe ich keinen Unterschied zwischen Ultra und Badass. Also, man sieht im Hintergrund sehr niedrig. Dann niedrig. Bei Mittel ist schon Gras. Bei Hoch ist noch mehr Gras. Bei Ultra und zwischen Ultra und... Ja, wir lassen auf Ultra. Ja, wir schauen einfach uns mal deinen Trailer an. Du kannst mir ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann gleich nach dem Trailer wieder. Huch, bis gleich. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Es gibt nur einen, der es bestimmt, dessen Los in den eigenen Händen liegt, der Schicksalsbringer. Das bist du. Krass, oder? Natürlich willst du hier durch. Ich kann dir helfen. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Wir strecken die Untoten nieder! Ich spüre böse Schwingungen in dieser Richtung! Nirna! Ein wahrhaft schöner Körper. Und voller Macht! Ich bin unbesiegbar! Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an! Zusammen! Für die Königin! Du kriegst das Seelenschwert nie, Schnuckelchen! Gut, wisst ihr was? Ihr wollt einen Kampf? Ihr kriegt einen Kampf! Das ist ein großer Junge! Ein ganz großer Junge! Schwestern, ich glaube, wir haben unseren Champion gefunden. Oh, hör mich an. Plappere hier rum, während du Abenteuer bestreiten könntest. Tina, dir ist ein Käseflip aufs Spielbrett gefallen. Sondern ein großer, uralter Meteor, der vor Jahrtausenden vom Himmel gefallen ist. Das ist mehr als ertreten. Ich lasse es krachen. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Wir brauchen hier mehr Calcium! Thank you.
Das war der Trailer. Ich glaube, den Trailer hätte man hier unten auch gucken können. Sag ich mal. Offensichtlich spielen die Dungeons and Dragons. Deswegen auch dieser Würfel. Ich dachte, das ist nur als Gag hier drin, ne? Na du? Was willst du? Dann setz dich auf meinen Kopf. Boing. Und wir spielen anscheinend in diesen Dungeons and Dragons. Also, die sind also in der Wirklichkeit, fressen gerade so Käseflips und der eine hat wohl einer einen Käseflip verloren. Und dann lag halt auf diesem Spielfeld ein Käseflip. Und daraus wurde einfach so ein mächtiges Meteoren-Ding und so. Ja. Guck mal, ein Bunny! Ja, sag mal meinen Zuschauern Hallo! 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 Ja! So muss das sein! Schön! Ja, meine Mütze ist gar nicht richtig. Auf der Seite nicht. So, wir klicken auf Spielen. Ein neues Spiel. Und dann mal gucken. Wir spielen ausgewogen, natürlich. Du bist hier für einen Spendenkampf zwischen Gut und Böse. Erliebe Teeny Tinas Wunderland, genau wie vorgesehen. Let's go. Kooperativ. Jeder im Spiel findet seine eigene Beute. Jeder Kampf lohnt sich. Die Beute im Spiel wird unter allen aufgeteilt. Du musst ja also deinen Teil verdienen und schneller sein. Okay, kooperativ. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und Gut, Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt. Der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch, falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Kritischer Treffer! Wir strecken die Untoten nieder! Oh ja, genau! Das mit dem Niederstrecken läuft hier echt gut! Wir kommen dich holen, Dragonlord! Narren! Eure Heldengruppe hält mich nicht auf! Ich habe... Wow, ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da, hä? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ich hab die ganze Seelenenergie bereits absorbiert! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Burgen werden brennen! Babys werden heulen! Wer sonst? Meines Gelände werden über das Land herfallen! Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an! Zusammen! Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt, stirb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Kricke! Es ist Königin Arschgau. Arschgaul. Moment.
Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet! Hm. Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Wellilein, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord. Arschgaul. Du magst zwar die Arschgaul. Perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich. Aber Arschgaul hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert. Was soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch allen! Und so wurde der Dragonlord besiegt. Fürs Erste. Einladung abgeschlossen. Also, wer hat Lust auf ein Rollenspiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bonkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charaktere. Aber sowas von. Leute! Bunkers and Badass. Alter, wie geil war denn dieser Trailer? Und dieser Arschgaul. Und weißt du, was geil ist? Es hat deutsche Synchro. Also nur allein deswegen habe ich mich natürlich dafür entschieden, dass ich das hole. Es gibt ja im Moment High on Life von Rick and Morty, also von den Machern. Und das ist auch ein witziges Spiel wahrscheinlich, aber es hat englische Synchro, keine deutsche Synchro. Ich habe das für 2 Stunden im Stream gespielt. Hat mich nicht abgeholt. Das holt mich direkt ab, wegen Arschgaul allein schon. Und dass er ausspricht, so, Arschgaul, was kannst du, wie kannst du nur? So, wen haben wir denn? Den Killo Martin. Den Killo. Heimtückischer Meuchler. Ach, vor allem wird hier alles gegendert, oder was? Nee, sonst würde das ja heißen Meuchlerinnen. Innen, oder so, ne? Heimtückische Meuchlerin. Okay. Mit Fokus auf kritische Treffer. Wen gibt's denn noch? Den Klauenbringer. Okay, wie sieht das hier rechts überhaupt aus? Peace. Okay. Ich lese das gleich erst alles durch. Mal eben gucken. Den Klauenbringer. Bam. Hat einen kleinen Drachen bei sich. Cool. Witwengefährt. Den Zauberschuss. Oh, ich nehme gerne immer Magier, ne? Zauberschleuder. Der ist ja nicht mal zu Ende gemalt, ne? Wie er ja gesagt hat. Den Krebs-Spross. Oh, der hat auch so einen Gefährten bei sich, ein Halblich. Den Sporenhüter. Ich habe gerade gedacht, hier wäre ein Schwein. Hat auch einen Pilzgefährten. Den Berserker. Berserker. Oh, was hier? Laden besuchen. Mit DLCs oder was? Kann ich nicht. Okay. Heimtückischer Meuchler mit dem Fokus auf kritische Treffer. Wyvernbändiger mit Spezialisierung auf Feuer- und Blitzschaden. Magienutzer mit Schwerpunkt auf dauerhaften Zauberwirken. Seelenfänger mit Fokus auf das Verursachen von Schaden im Tausch gegen Gesundheit. Also Lebensraum oder was? Seelen. Oder so? Pilzfreund mit Fokus auf Fernkampf. Also ein Jäger quasi eigentlich, kann man sagen.
Ein wütender Klopper mit Fokus auf Frostschaden. Oh, schwer. Also, den nicht. Also, ich bin am Überlegen, ob ich den Wyvernbändiger nehme. Das scheint mir auch so eine Art Jäger zu sein. Schicksalsbringer werden SchicksalsbringerInnen. Ja, hier wird gegendert. Ich finde allein, also ich habe ja schon Schwierigkeiten, das zu lesen. Nur durch dieses Schicksalsbringer, Punkt. Werden von einem Wyvern-Gefährten begleitet, der in der Umgebung überfliegt und Feinde mit seinen Klauen und Feuerodem angreift. Der Schicksalsbringer rufen ihre Hammer herbei und schmettern ihn auf den Boden, was Feuernahkampf verursacht und eine riesige Feuernova erzeugt, die Feinden in der Nähe Feuerfähigkeiten Schaden zufügt. Und schleudern ihren herbeigerufenen Hammer und fügen allen Gegnern, also Feinden, die dieser berührt, Blitz-Nahkampfschaden zu. Der Hammer bleibt. Okay, das ist so ein Nahkämpfer mit einem Drachen. Feuer ist schon geil, aber das Wirken eines Zaubers oder Nachladen gewährt Schicksalsbringer, also mich, einen Zauberschleuderstapel und erhöht den Zauberschaden. Zauberschleuderstapel belaufen automatisch nach ein paar Sekunden ab. Ich verwandle einen Feind auf magische Weise für ein paar Sekunden in ein harmloses Scarf. Also Schaf. Schicksalsbringer können einen zweiten Zauber im Inventar ausrüsten. Mit G können Zauber gewirkt werden. Okay, zwei Zauber. Ja. Und wir können Schafe machen. Der klingt auch geil, ne? Also, ich werde von einem schwebenden Halblichtgefährten begleitet, der Gegner aus der Distanz ins Visier nimmt und Dunkelmagie-Schaden verursacht. Ich opfere einen Teil meiner Gesundheit, um Fähigkeiten-Schaden zu verursachen und Statuseffekte auf alle. Also Blutmagie oder was? Schicksal, also ich werde vollständig geheilt, erlange erhöhte Aussaugeneffizienz und verursache Bonus-Magie-Schaden, verliere jedoch immer mehr Gesundheit pro Sekunde. Wenn ich sterben müsste, werde ich stattdessen nur für kurze Zeit unverletzbar und regeneriere einen Teil. Der klingt schwer. Dann nehme ich das. Irgendwie hätte ich schon Bock. Also, eigentlich bin ich so gerne so der Feuermagier, aber Feuermagier gibt's nicht. Gibt's nur Nahkampf und Feuer. Ich werde von einem Pilzgefährten begleitet, der Feinde in der Nähe anvisiert und Giftschaden zufügt. Ich beschwöre einen himmlischen Bogen, der 7 Pfeile aufeinander auf abfeuert. Die Pfeile prallen 2-mal sogar ab. Ich erzeuge 3 Frostzyklen, die sich auf Feinde in der Nähe zubewegen und unbegrenzt. Ich denke mal, ich nehme den Sporenhüter. Ich werde den Sporenhüter nehmen. Ich mit Ben. Kann ich einen Namen geben? Jetzt kommt erstmal. Jetzt kommt erstmal das Wichtige. Ich sehe schon, das ist die 00-Folge hier. Körper und Persönlichkeit. Den da. Den hier. Den da oder den hier? Ja, wen schwimmen wir denn? Schwimmen wir einen Kerl, oder? Den da, den hier. Geil. So, wir machen uns schön groß, so ein bisschen, ne? Kopf. Ja, darf auch ein bisschen größer sein. Stimme. Okay, pst. Einfach fantastisch. Nee. Heroismus steht mir einfach. Ich kann meine Schönheit kaum beschreiben. Oh ja. Das war auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich hätte nichts gegen eine Veränderung. Meine Gestalt ist vergänglich. Einfach fantastisch. Das. Also ich würde. Selbst furchterregende Leute schmeißen sich dann und wann in Schale. Ich würde Schroff nehmen. Was steht? Was steht mir? Was haben wir denn hier? Was? Ich bin eitel. Komm klar. Selbst furchterregende Leute. Ich hätte nichts gegen eine Veränderung. Was haben wir denn hier?
Was steht mir? Was ist das denn? Zier, ziehen sie ihr. Er, ihm, ihn. Was? Zier, ziehen, ziehen sie ihr. Er, ihm, ihn. Ja, er, ihm, ihn. Also, das ist ja. Ist das hier auch schon wieder gegender oder was? So. Kopf ansehen. Ich hab meinen Kopf an. Na, du Kopf. Okay. Jetzt zurück. Gesichtszüge. Okay. Kopfform. Anmutig. Reserviert. Modi. Reserviert. Hart gesotten. Gebogen. Elfisch. Durchtrieben. Oh, nee. Nee. Neutral. Erhaben. Würde ich elegant sagen, oder? Oh. Ah, man kann ja auch raufklicken. Ich würde eher wirklich elegant sagen. Neuling. Achso, das ist jetzt die Hautfarbe, ne? Ich könnte mich auch grün machen. Ich hätte schon gerne irgendwie so einen Rotturm, oder? So einen roten? Rot? Ifrit? Ich weiß nicht. Dann nehme ich den, oder? Oder Mensch 08. So. Haare und Kopfbedeckung. So, den Kriegerknoten, ne? Den nehmen wir nicht. Oh yeah. Ne, aber Katzenohren. Das. So, was haben wir denn hier? Glatze. Männlich. Ah, oh, das sieht schon. Nee. Obwohl, warte mal, der. Der sieht schon interessant aus. Nimm mal den, den aufgestellten Strähnen. Bärte und Masken. Erstmal hier, kurze Stoppeln. Das ist doch keine kurzen Stoppeln, das ist Schnurrbart. Schon irgendwie, ne? Haarfarbe. Ja, grau, natürlich. Also ich würde eher hier so einen auf Super Saiyan machen, ne? Ja, so, wa? Aber ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde doch eher das Rotblond nehmen. Oder das hier eher. Das sieht geil aus. Das Rostbraun. Braune Haare und blau. Oh, geil. Geil. Ich sehe aus wie Son Gohan, ey. So, die Ohren. Die Ohren. Symmetrie. Ja, Symmetrie muss an. So, aufwärts. Oh, ja, also die möchte ich. Angekaut oder was? Nee, keine angekauten. Oval. Eckige Ohren? Was? Abstehend. Nee. Oh, nee. Schmal. Angewachsen. Angewachsen? Wie sieht denn angewachsen aus? Kantig. Also ich glaube, ich nehme die stinknormalen Ohren. Größe vom linken Ohr. Ja, nehmen wir ganz normale. Also wirklich. Da, also ich möchte ihn echt nicht hässlich machen. So, Nasen. Da gibt es ja einige an Nasen. Gott. Welche haben wir denn jetzt gerade? Die kleine. Die da. Ja, mit Nasen. Oh. Nasen bin ich immer so überfragt.
Gebrochen? Nee, keine gebrochene Nase, eine Pleier. Haken, definiert, klein, weich. Was ist der Unterschied zwischen weich? Nehmen wir eine weiche Nase, wa? Nasengröße, hoffentlich. Bisschen kleiner, Nasenhöhe. Das können ja ganz viele, ne? Ich kann das nicht. Dieses. Lassen wir mal so. Mund. Symmetrie natürlich an. Mundformen. Die habe ich jetzt gerade. Dünn. Das sind aber für mich keine dünnen Lippen. Weit, geschwungen, oval, rund. Himmlische. Volle Lippen. Volle Lippen sehen auch richtig. Blaselippen aus, oder? Geschwungen. Ich würde die geschwungenen nehmen, oder? Ich nehme mal die geschwungenen. So, Oberlippengröße. Ja, kann ruhig so lassen. Mundhöhe. Lassen wir auch mal so. Augensymmetrie. Also, ich will das alles symmetrisch haben. Scharf. Also die Augenbrauen sind ja, also scharf sieht natürlich scharf aus, ne? Dünn finde ich aber echt besser als scharf. Gezupft. Aber das streng. Streng sieht gut aus. Aber dick. Ja, dick. Ja. Wir nehmen streng. Streng sieht heiß aus. Wimpern. Nee, Wimper brauche ich nicht. Ganz ehrlich, nein. Augenformen haben wir jetzt gerade tief. Glatt, verengt. Gott, nee. Schlaflos würde eher zu mir so passen. Uah! Komm mal an. Schwerer Soldat. Ach, die Ohren sind auch reptilisch. Sieht auch klasse aus, ne? So ein bisschen schlaflos. Ah, komm, nehmen wir schlaflos. So, Pupillen sind Punkte. Oh. Oh. Da finde ich die ja schon. Ah, die sind heiß, ne? Oh, das ist aber... Oder hier, grimmiger Ausblick. Also das sind natürlich... Also hier hat man ja gar nichts mehr an Weiß. Nee. Ich nehme mal die, grimmiger Ausblick. Blau sieht das schon echt geil aus. So. Augenfarbe habe ich doch gerade gemacht. Und blau. So. Größe des Auges. Ja, lassen wir das mal so. Höhe. Ja, kann man auch so lassen. Position. Ja, kann man auch so lassen. Winkel. Mehr so, ne? So, das war das. Jetzt kommt Gesichtsdekoration. Also, das wird wirklich so eine Tut-Folge wieder, ne? Gesichtsdekorationen, Narben. Jetzt müssen wir erstmal alles abscannen. So. Nee. Ah! Nee! 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 No. Das könnte schon geil aussehen, ne? So ein Scharfangriff.
Echt schlecht rasiert. Das ist doch nicht schlecht rasiert! Brandmal vom Zauber. Brandmal, Spornhüterbrandmal. Alter, der Berserkerbrandmal. Also ich würde sogar tatsächlich das hier nehmen. Weil so übers Auge, das finde ich geil. Übers linke Auge so, ne? Ja, komm. Tattoos! Flammen geküsst. Zorn des Wivern. Weissagungslinse. Also wenn ich so die nehme, dann müsste ich aber so machen, oder? Sieht das gut aus? Oder lieber so Flammen? Ja, lassen wir mal so. Achso, hier Tattoo umdrehen. Okay, dann mache ich so. Und so. Ja, das sieht gut aus. Tattoo umdrehen. So. Nimmer Stromschatten. Ah, die Farbe ist was. Also ich würde das schon in Dunkel lassen, oder? Das ist mir zu grell. Das ist auch irgendwie, nee. Wildblumenfunk, nee, lassen wir das in Schattenfarben. Make-up! Ohne natürlich, aber ich guck trotzdem mal. Ja, die Augen halt, aber nee. Nee. Man hat immer so seine eigenen Vorstellungen. Oh, wie sehe ich denn aus? Man hat immer so seine Vorstellungen, wie sie immer so sein Charakter aussehen soll. Na, obwohl wir ihn eh bestimmt nicht sehen werden, weil das alles Ego-Perspektive ist. Aber andere werden mich sehen. So, Eyeliner haben wir ja nicht. Lassen wir das auch bei Schatten. Lidschatten. Das könnte gut aussehen, oder? So, in Supernova und dann aber in einer anderen Farbe. Nee, das macht alles kaputt, oder? Oder doch in so... Ich lasse das so in Schwarz. In Schwarz sieht das, glaube ich, ganz geil aus. Woke, wie auch immer. Achso, die Wangen. Nee. Watchfarben ist dann auch egal in dem Moment. Lippenstift. Mach mal Kussmund hier. So sanfte Berührung. Kann man machen oder so blasse. Machen wir so sanfte Berührung, oder? Sanfte Berührung und dann. Auch würde ich einen weiblichen Charakter machen, dann hätte ich ganz andere Farben genommen, ne? Ich mache mal so ein Rot. Dämmer glüht. Ne, ich lasse es mal in Dunkel. Alles in Schattenform. So. Rüstungsdekoration. Jetzt geht's ab. Jetzt wird er angemalt. Aha. Seine Brustplatte hier. Tunika. Ritterstreifen. Das ist auch auf seine Hände dann und so. Ja, dann würde ich... Ja, weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. Puh. Ja, nimm ich das Wappending. So, hier kann man auch noch auf das obere zum Beispiel. Nee, sondern... Zum Beispiel, hier am Bein.
Was fett? Tarnschick. Tarnschick? Kettenrüstung? Schwindel? Würde die hier nehmen, Tarnschick, oder? Tarnschick, so? Oder eher, ich weiß nicht. Ich lasse das mal bei Tarnschick. Man kann hier unlackiert. Jetzt werden wir lackiert, Baby. Yeah. In so weiß. Ich mach mal so Schweiß und die Sekundärfarbe. In so schwarz. Und dann kommt die Territärfarbe. Der sieht so scheiße aus. Also wie kann sich so eine Rüstung holen? So? Das sieht nicht aus, oder? Das sieht nicht aus. Aber das sieht schon besser aus. Wenn man hier weiß nimmt. Ja, so. Oh ja, das ist tausendmal besser. Indem man das einfach nur einmal getauscht hat. Tausendmal besser. Voreinstellung. Extreme Ästhetik. Extreme Ästhetik. Keine Ahnung, was das heißt. So, weiter. Das ist jetzt unser Charakter. Dorftrottel. Oh, du herzallerliebstes Riesenbaby. Mit gutem Aussehen, Muskeln und genau 2 Gehirnzellen gesegnet. Hätte ich jetzt Ferkel gemacht, dann wüsste ich genau, was ich nehmen würde. Vom Elfen aufgezogen. Was heißt das? Ach, da unten. Stärke geht hoch, Kritschern geht hoch, aber Intelligenz und Weisheit geht runter. Geschick geht hoch. Einstimmung geht hoch. Die Frage ist, wofür brauche ich das, ne? Warum kann ich das hier nicht nehmen? DLC erforderlich. Leck mich am Arsch. Ist das Spiel so gut? Ich meine, das Spiel kostet doch schon 60 Euro. Und dann brauchen wir auch noch DLCs. Oh, da geht ja alles hoch, bis auf Geschick. Ja, dann würde ich sagen... Also von den Werten her... Also wir sind ja ein Dingsen, ne? Ein Jäger. Also brauchen wir eigentlich Crit-Chance. Würde ich sagen. Minus 10% Leben. Oh ne, Trefferpunkte, ne? Ja, Leben könnte das sein, ne? Zauberklingsen, Intelligenz brauchen wir eigentlich nicht so, ne? Also wir brauchen schon Crit. Also ich würde tatsächlich von Elfen aufgezogen. Du erhältst nur ungern davon. Also du erzählst nur ungern davon. Aber du bist in einer Elfenkommune groß geworden. Aufgrund der strikten Ernährung mit rohen Blättern und Baumharz bist du ebenso leichtfüßig wie Dürr. Wenn du auch nur noch ein einziges Hafen-Solo ertragen musst, fährst du aus der Haut. Ja, ich würde tatsächlich das nehmen. So, jetzt können wir hier noch Punkte verteilen. 10 Pünktchen in Stärke. So, jetzt kriegen wir hier nochmal alles einzeln. Am besten für, okay, Geschick. Ja, für Spornhüter. Und das ist für Spornhüter. Also alles richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht. So, Stärke ist ein Maß für deine Körperkraft. Sie bestimmt, ob du kritischen Treffern Feinden nur mitleidiges Gelächter entlocken oder sie auf direktem Weg in die Notaufnahme befördern. Also wir haben ja jetzt quasi diesen, was man ja so bei diesen echten Rollenspielen hat, wir haben ja jetzt den Charakterbogen, den wir ja jetzt ausfüllen, ne? Und dann müssen wir immer würfeln. Aber kritischer Schaden ist natürlich auch geil, ne? So ist das so nicht, ne? Wenn wir krippen. So, Geschicklichkeit ist ein Maß für deine Waffenpräzision. Sie bestimmt, ob du einen Kuharsch mit einem Banjo triffst oder...
So, hier fangen wir mal ein paar Pünktchen rein, wa? 20% Crit-Chance ist schon nice, ne? Intelligenz ist ein Maß für deine Geschwindigkeit beim Wirken von Zaubern. Sie bestimmt, ob du schneller zaubern kannst als alle anderen auf der Zauberschule oder lieber sedierte Tauben auf deine Feinde wirfst. Ja, werde ich wohl Tauben auf meine Feinde werfen. Weisheit ist ein Maß für die Höhe deines Elementarschadens. Sie bestimmt, ob du eine Spur qualmender Überreste hinterlässt oder ob Feinde sich mit handelsüblicher Sonnencreme schützen können. Hier haben wir Minus. Hier könnten wir entgegenwirken, zum Beispiel, ne? Dass wir wieder Plus haben. Konstitution ist ein Maß für deine Überlebenschancen. Sie bestimmt, ob du selbst den Schlag eines Gottes wegsteckst oder schon ins Koma fällst, wenn du dir den halben verhungerten Ratten zerstörst. LOL! Was? Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen hochgehen. Sagen wir mal 2 Punkte zum Beispiel. Dass wir nur 5%. Ah! Eine Radl! Einstimmung. Einstimmung ist ein Maß für die Geschwindigkeit deiner Fähigkeiten. Sie bestimmt, ob du dir coole Tricks gelingt, den du der von dir gerufenen Person zeigen wolltest. Oder, ups, vergiss es, die Person ist vor Langeweile gegangen. Skill ab Geschwindigkeit. Ich würde tatsächlich das hier echt auf 0 machen. Oder ich könnte hier, sagen wir mal, nur auf 18% gehen. Und hier einen Punkt mehr. Nee, also 20% ist schon gut. Und hier, dass wir... Ja, vielleicht nur 5 und dafür hier nochmal 2 mehr. Dass wir nur 5% verloren haben statt... So, was ist los? Jetzt weiter? Weiter auf E. Name. Der Neuling. Ha, am Arsch. Das ist Ben. Der Schlechter. Nee, warte mal. Einfach nur Ben ist doof. Einfach nur so. Ben der Doofe. Ben hat Schwein dabei. Kann ich ja echt machen? So. Ben, aka. Einfach nur Ben. Ben der Bär. Ben der Bär. Er heißt jetzt Ben der Bär. Ben der Bär. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann losgeht. Hier steht Start. Guck mal, der hat hier so ein Halsdingsen-Gedöns, wa? So, nächste Folge mit Ben der Bär. Tschüss.